Ah, sehr schön, die Dinger wurden auch eingesammelt. Virophage-Waffen. Es wäre möglich, eine abgeschwächte, stark modifizierte Form des Virophagen als Waffe für unsere Soldaten zu entwickeln. Das, was immer das Pandora-Virus erschaffen hat, die Pandoraner direkt kontrolliert. Wir müssen mehr über dieses Wissen herausfinden. Bei der Behandlung eines Soldaten nach einem Sirenenangriff entdeckt das medizinische Team von Phoenix, dass das, was sie für Gift hielten, tatsächlich ein neuer Virusstamm war. Versuche ihn zu behandeln, haben sich als vielversprechend erwiesen. Allerdings sind mehr Zeit und Ressourcen erforderlich, wenn wir wirklich Fortschritte erzielen wollen. Dann mehr Schaden gegen die Sirenen und als letztes das mit diesem Stamm. Sammelt euch an der Hauptbasis. Ach, Moment, bevor wir da runtergehen. Vielleicht sollten wir den Stammbaum mal zurückbringen zu dem Typen. Moment. Geht mal eben hier hin, dann schiebe ich mal zwei Soldaten noch rüber. Ihr zwei geht heim. Construction complete. Seht ihr, wenn man nur ein paar Generationen weit zurückschaut, sagt er, während er auf eine der Seiten zeigt, findet man die Verbindung zu so vielen anderen Menschen in dieser Zuflucht. Wir alle sind miteinander verbunden und diese Verbindungen sind wichtig. Und, wenn man mal darüber nachdenkt, sogar diejenigen unserer Bürger, die nicht von hier stammen, man muss nicht sehr weit zurückgehen, um auch zu ihnen eine Verbindung zu finden. Die Menschheit ist eins. Wir haben unsere Gebräuche und Traditionen. Und sie sind uns wichtig. Sie helfen uns dabei, normal zu bleiben. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir Teil des größeren Stammbaums sind. Ich hoffe, dass dieses Buch zu einem Symbol unserer Verbindung zum Rest der Welt und zu einer Erinnerung daran wird, dass Kriege gegen andere Menschen so sind, als würde man der eigenen Familie Schaden zufügen. Danke für eure Hilfe. Ich hoffe, dass diese Belohnung angemessen sein wird. Ja, ja, mal so, mal so. Umso oller, umso doller. Das war Sinne dran. Ist aber nicht schlimm. Was ist das? Schallschockgranate.
Wo ich einfach nur denke, ja, Zehen, Schall 10. Soll es eine Lähmung 10 sein? Ach, das könnte sein, dass die verwirrt. Die macht sogar 40 Gift, 50 Schaden. Ich habe, glaube ich, mehr Gift vorhin gesagt. Aber 225 dafür. Das sehe ich zurzeit einfach nicht ein. Vor allem, wenn ich jetzt noch daran denke, dass ich noch einen Techniker gleich rekrutieren werde. Damit ich halt meine Basis verteidigen kann. Vernünftig. Jedenfalls meine Hauptbasis. Bin mal gespannt, wie die Waffen sind von dem... von der früheren... von dem früheren Volk hier. Wahrscheinlich kann ich mir die eh nicht leisten. Weil es mir einfach an Materialien fehlt. Weißt du, dass die Scans wahrscheinlich immer noch Sinn machen? Weil ich mit den Scans wahrscheinlich Pandorianer-Basen aufdecken kann. Neue. Research complete. Yggdrasil-Granate, Stoß-Virophage. Wir haben die Pläne und funktionsfähige Prototypen für eine neue Reihe von Virophagen-basierten Waffen entwickelt, die ausschließlich Lebensformen Schaden zufügen, die das Pandora-Virus in sich tragen. Dies betrifft auch solche, die sich einer kontrollierten Mutation unterzogen haben, wie zum Beispiel die Jünger von Arno. Nach umfangreichen Tests können diese Waffen nun in Serienproduktion gehen. Die Arbeit mit dem antediluvianischen Virophagen war eine Herausforderung. Als Waffe ist der beinahe genauso gefährlich wie das Pandora-Virus. Und unter jedem anderen Umstand wäre die einzige richtige Antwort, ihn unverzüglich zu vernichten. Jede größere Anwendung birgt das Risiko einer potenziellen Auslöschung. Scharfschützengewehr, 110-60. Das wird wahrscheinlich die Panzerung auch ignorieren. Oh, das Schild breitet sich immer noch weiter aus, okay. Also ich teste das mal. Oder ich muss halt neue Nester so finden und ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Mein erster Durchlauf. Yggdrasil-Granate. Haven destroyed. So, ihr seid wieder fit.
Ich hoffe, dass meine Vermutung richtig ist, einfach. Research complete. Stellt 300 Trefferpunkte wieder her, entfernt außerdem alle viralen Infektionen. Das Styx-Virus wurde entdeckt, nachdem eine Probe aus einem Überlebenden eines Sirenenangriffs entnommen wurde. Das Virus scheint ein einfacher, kleinerer Stamm des Pandora-Virus zu sein. Ursprünglich glaubte man, dass das Styx-Virus ein neurotroper Erreger sei, der Halluzinationen, Verlust der motorischen Fähigkeiten und Tod verursachen könnte. Nach weiteren Beobachtungen wurde jedoch festgestellt, dass die Hauptfunktion des Styx-Virus darin besteht, den Geist des Gegners zu schwächen, um die Kontrolle darüber zu erlangen. Der Tod tritt erst als Folgeerscheinung auf. Hä? Die Beschreibung passt irgendwie nicht so dazu, was hier steht. Oder ist das so, dass der Virus injiziert wird, ich übernehme die Kontrolle vom anderen und es stellt, und es stellt die HP von dem dann wieder her. Ne, es ist ein Heilding. Die Beschreibung macht keinen Sinn. Es ist genau unterhalb des Medkits. Es ist ein besseres Medkit, was anderes kann es nicht sein. Oh Moment, ich schicke den Falschen gerade los. Ah nee. Oder doch? Nee. Alles gut. Ich wollte den hier runterschicken. Die Jünger von Anus haben abgeschlossen. Hitzebeständige Technologie. Mit dem Aufkommen von Kreaturen wie den Feuerwirbeln kommt die Investition in eine bessere hitzebeständige Technologie mehr Bedeutung zu. Feuerbeständig reduziert die Wirkung von Feuerschaden um die Hälfte. Das ist eine Forschung, die ich eigentlich nicht brauche. Man kann ja trotzdem nicht in den Feuerwürmern drin stehen bleiben und sagen, mir geht's gut. Und ja, unsere Basis wird wieder angegriffen. Es hat 300 HP und entfernt die Virusinfektion. Hey, ich glaube, du stehst bei den Feinden. Deploying tech. Müssen eigentlich manche immer am Arsch der Welt sein?
Nimm das, du Mistvieh. What's our plan? How does that taste? Moving to coordinates. Verkrümme ich mich erstmal. Right there. Aiming. Moving. Boom. 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 Na, doch nicht. Ach, die haben alle keine aufgeladenen Magazine. Wie kann man denn sowas denn vergessen haben? Komische Sache. Bald ist schon wieder Weihnachten, aber ich gehe morgen in Star Wars. Und dann bin ich enttäuscht und bin ganz schlecht drauf. Denn das Ende wird nicht schön, denn ich erinnere mich gar nicht mehr, was in Teil 8 drin war. Du bist Luke, ich bin Luke. Skywalker wird groß. Da Rey nicht Skywalker ist, kann das nur Boba Fett sein. Jemand hat getweetet, der Film hat alles, hat vieles richtig gemacht. Oh mein Gott, irgendjemand hat getweetet, der Film hat alles richtig gemacht oder vieles richtig gemacht. Jetzt bin ich beruhigt. Weil jeder weiß, irgendjemand ist eine Institution da draußen. Ohne irgendjemand wüssten wir gar nicht, was wir morgens essen könnten. Receiving loud and clear. Moving to position. Irgendjemand hat die beste Meinung. Moving now. Ich guck mir überhaupt keinen Tweet-Kram oder sonst irgendwas. Ich habe nicht mal den Trailer gesehen von dem Teil. Ich gehe da rein, ich habe nichts gesehen. Ich kenne nicht mal das Plakat. Let's go. I'll keep my eyes open. Um welchen Film geht's? Der Grinch. Gotta reload. I got this covered. What's our move? Moving fast. Der Grinch 2. Wie sein Herz auf die 10-fache Größe anwuchs und in einer Blutfontäne explodiert ist. I got this covered. Dabei weiß man, wenn du ein zu großes Herz hast, dann hat das Probleme mit dem Pumpen. Ich habe Mandalorian auch noch nicht geguckt. Sagen wir mal, ich habe vorbereitet, es irgendwann mal zu gucken, aber dafür muss ich mir Zeit nehmen.
Here goes. Jetzt wäre übrigens ein gutes Gimmick, dass die Sprenkelanlage angehen würde von der Basis und da die Feuergranate. Ist es auf Deutschland raus? Man kann anscheinend wohl über Disney Plus, Holland oder sonst irgendwas die deutschen Folgen sehen. Weil in Deutschland gibt es ja kein Disney Plus, aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, warum die den Launch hier noch nicht gemacht haben. Wahrscheinlich wegen, mal gucken, wie Performance ist. I'm ready. Hold in position. Offiziell ist es in Deutschland natürlich nicht raus, deshalb muss ich euch sagen, man kann es in Deutschland aktuell nicht gucken, außer ihr fahrt über die holländische Grenze zu Freunden und guckt es da. Und alle, die es anders gucken, sind Piraten. Und nein, ja, natürlich kommt Disney Plus auch nach Deutschland noch. Overwatching. Hol ihn dir, Spinne. Sehr schön. Ihr werdet nicht glauben, aber ich muss schon wieder auf Toilette. Ich habe echt eine Blase von einem alten Mann inzwischen. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich hier, wenn ich abends spiele, literweise Flüssigkeit in mich reinkippe, weil ich den Rest des Tages nicht mache. Ach, das wäre so toll, ey. 24 Stunden Stream und ich bin einfach 2 Stunden davon auf Toilette. Weil siehst du, da ist ein Fragezeichen. Wie kann das eigentlich sein? Mir wurden doch die Fragezeichen zwischendurch angezeigt, plötzlich. Oder war es einfach eine Aufdeckung irgendwie? Aber ab da habe ich nicht mehr gescannt. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Du kannst Geschütze für einen Aktionspunkt werfen und einsetzen. Alle Attacken, die ein Ziel beschädigen. Achso, das ist das mit dem Virus. Ist beides gut. Dann nehmen wir auch beides. Research complete. Juhu! Und neue Forschung verfügbar. Pandorianische Telepathieknoten. Wir haben unlängst einen kleinen Knoten im Gehirn einer jeden pandorianischen Kreatur ausfindig machen können. Diese Anomalie neuraler Cluster könnte ein paar der unerklärten Verhaltensweisen und Fähigkeiten der Pandorianer erklären. Schleimabweisern. Kannst du bestimmt. Das sieht mir schon so aus, als wenn du einen Schuh-Upgrade machen kannst, dass du über diesen Schleim gehen kannst.
So, Klopause. Kekse sind toll, aber sie kleben immer im Mund. Und damit in der nächsten Aufnahmesession. So. Übrigens, das Schild baut sich ja immer noch weiter auf. Die werden also ganz schön groß. Die Abwehranlagen. Komm, das schafft ihr seid gut. So, zerlegt die Anlage. Die Jünger von Arnus finden das scheiße. Ist mir aber egal. Extrem, Tag, Feinde, Pandora. Da fällt mir ein, der Heavy. Hatte ich für den Heavy nicht den Raketenwerfer gebaut? Ja, da ist er. Vier Schuss sind da drin. Also ist der Techniker, der hier unten drin ist. Für dich hatten wir aber auch neue Geschütze geholt. Beziehungsweise neue Geschütze gebaut. Dann hast du hier deine Ärmchen. Du hast auf jeden Fall 2 Punkte Stärke bekommen. Dich hatte ich auch schon ausgerüstet. So viel dazu. Wir waren inzwischen safe. Gefahrenstufe wird sich nicht verändern. Extrem bleibt extrem.